Hallo zusammen. Heute kann ich euch endlich meine Review zu dem Film Ultra Force Hong Kong Cop oder wie er im Original heißt Royal Warriors vorstellen. Ich habe den Film endlich letzten Samstag sehen können und fand ihn großartig. Das ist definitiv etwas, was ich schon mal vorneweg sagen kann. Es geht in dem Film um eine Organisation, um eine kriminelle Organisation, welche versucht, eine von ihnen gefangen gehaltene Geisel zu befreien durch viel Engagement dieser drei Polizisten, die wir hier auf dem Frontcover sehen, konnte dies vereitelt werden. Die Gangster wurden eliminiert. Somit blieben am Ende von dieser Organisation nur noch zwei Leute übrig. Diese versuchten dann, unsere drei Hauptdarsteller ebenfalls ja zu töten. Und das ließen sie sich nicht auf sich beruhen. Es ist ein Actionfilm von 1986, in der Hauptrolle mit Michelle Yeoh. Im Vorspann stand Michelle Kahn. Habe mich erstmal gewundert. Aber Michelle Yeoh könnte man eventuell aus solchen Action-Asia-Krachern kennen. Alle drei Hauptdarsteller haben ihre Rollen wirklich sehr gut gespielt. Also das fand ich schon klasse. Die Action-Szenen an sich sind auch wirklich bombastisch. Wir haben wirklich super choreografierte Kampfszenen. Die sehen richtig klasse aus. Michelle Yeoh kann hier auch wirklich ordentlich was zeigen, das ist richtig cool gewesen. Wir haben auch Schießereien, jede Menge Schießereien, auch blutige, aber jetzt sind nicht so wie in Ultra Force 4. Da gab es ja durchaus explizite Aufnahmen hat man jetzt hier nicht so zu sehen, aber dennoch war die Action wirklich großartig und wir hatten noch in der Mitte des Films eine wunderbare, spektakuläre Autoverfolgungsjagd, die wirklich absolut toll anzusehen war. Hier in der Mitte vom Booklet sieht man auch nochmal so ein schönes doppelseitiges Foto davon. Ja, wirklich, wirklich toll, tolle Action. Die Story an sich finde ich auch super spannend. Ja, einer dieser Polizisten wird zwischendurch auch noch gefangen gehalten und gefoltert und ach, das ist einfach alles sehr spannend gewesen. Nichtsdestotrotz bleiben die Charaktere jetzt auch nicht wirklich blass, sondern dieser Film bietet diesen Charakteren auch noch genug Freiraum, um ihre Charakterrolle zu entwickeln, zu erweitern. Somit bekommt man tiefere Einblicke in diese Charaktere selber, was natürlich immer etwas Gutes ist, weil man dann natürlich mit den Darstellern mitfiebern kann und hoffen kann, dass sie diese Täter schnappen am Ende. Apropos am Ende des Films gibt es noch eine wunderbare, ja, ich will es jetzt nicht sagen, Überraschung. Wenn man jetzt so ein paar Cover sich angeschaut hat, da könnte man vielleicht so etwas erahnen oder auf der Rückseite vom Mediabook sieht man da auch so ein kleines Foto von. Also da gibt es eine schöne Szene, wo ich mir dachte, boah, das sieht cool aus und das ist richtig tolle, handgemachte Filmart aus den 80ern und nicht so ein CGI-Quatsch von heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Das gefällt mir gar nicht. So handgemachte Action, das ist schon echt fantastisch und das sieht man in diesem Film auf jeden Fall. Diesen Film gibt's erschien im Mediabook von Mr. Banker Films im Vertrieb von Cargo Records in drei verschiedenen Covervarianten. Ich habe hier Covervariante B, die habe ich euch auch schon auf meinem Kanal geunboxt, egal.
Ich habe ein Unboxing gemacht. Könnt ihr euch gerne anschauen. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Und ja, ich bin ganz zufrieden mit dem MediaBook. Es hat eine tolle, sieht toll aus. Also richtig scharfe Fotos. Und ja, also es wackelt ein bisschen. Ja, aber es ist jetzt auch tatsächlich eines der teuersten, also der teuersten, der teureren MediaBooks. Es kam, es kostet glaube ich 40 Euro. Ich weiß jetzt nicht, ob es da noch welche, ob da noch welche vorhanden sind. Mir hat übrigens dieses Cover am besten gefallen mit diesen drei Darstellern vorne drauf. Die anderen Cover könnt ihr euch dann gerne in meinem Unboxing-Video anschauen. Und genau, es kommen ja noch mehr dieser Actionfilme raus. Da freue ich mich dann auch schon total drauf, weil mir dieser hier auch tatsächlich richtig, richtig gut gefallen hat. Also kann ich jedem nur ans Herz legen, nicht unbedingt nur Karate-Fans, sondern auch wirklich Action-Fans, Leute, die auf Action der alten Schule stehen, denen sei dieser Film wirklich besonders ans Herz gelegt. Ich fand ihn toll. Ich fand ihn so toll, dass ich 9 von 10 Punkten vergebe. Und ja, wir können ja noch mal kurz über diese Veröffentlichung reden. Das Menü war wieder genauso aufgebaut wie bei Ultra Force 4, aka Tiger Cage. Ein wirklich, ja, ein schönes Menü. Jetzt kein besonders ausgiebig gestaltetes Menü, relativ schlicht, aber doch sehr, sehr schön gemacht. Auf dieser Blu-ray sind auch noch drei Trailer drauf, drei Trailer zu dem Film. Einmal der deutsche Trailer, der Original-Trailer und der englische Trailer. Der deutsche Trailer und der englische Trailer sind in HD. Der Original-Trailer ist leider nur in SD vorhanden. Zum Film selber kann ich sagen, lasst euch von den ersten Eindrücken nicht irritieren. Die könnten noch etwas grisselig sein, aber im Großen und Ganzen hat der Film dann wirklich eine durchgehend sehr, sehr gute Schärfe. Also, das fand ich auch wirklich wunderbar anzusehen. Hat man wirklich richtig gut restauriert. Genau. Gibt es noch was? Ich glaube jetzt nicht. Ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich über alles geredet. Damit verabschiede ich mich jetzt von diesem Video. Ich würde mich auf ein Like freuen, auf einen Kommentar freuen und ich würde mich natürlich darauf freuen, wenn ihr dann auch wieder das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder heißt, It's a Review Time.